22 mal der Scharfrichter. Oh shit, das ist schon mal richtig nice. Und wir haben hier sogar noch eine legendäre Karte drin. Leute, das ist richtig, richtig geil. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute mal wieder Clash Royale. Ja Leute, Clash Royale oder Supercell hat eine neue Karte ins Spiel gebracht und zwar den Scharfrichter oder den Scharfrichter. Und den kann ich mir jetzt erstmal kaufen für 400 Gems und wir werden jetzt gleich nochmal zwei Super Magietruhen öffnen, Leute. Und hoffentlich bekommen wir ihn da auch nochmal, dass wir ihn direkt upgraden können. Aber ich würde sagen, wir kaufen ihn jetzt erstmal für 400 Gems. Let's go. Zack. Perfekt, Leute. 10-mal den Scharfrichter. Das heißt, ich kann ihn theoretisch direkt schon mal auf Level 3 upgraden. Und das mache ich jetzt auch einfach mal, Leute. Ich zeige euch den Scharfrichter auf jeden Fall nachher noch in-game. Das ist auf jeden Fall eine extrem nice Karte, Leute. So, jetzt ist er erstmal auf Level 3 und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal noch zwei Super Magietruhen auf. Leute, bevor wir das mal machen, ich habe noch eine kleine Ankündigung. Und zwar... Okay... Mein neuer Merch, wie auch immer, ist jetzt erhältlich. Leute, richtig nice. Okay, ich glaube, das ist jetzt spiegelverkehrt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist das so ein Dreieck mit so einem Pookie und so. Super toll, Leute. Es gibt's in weiß und in schwarz. Also, Leute, kauft euch das einfach mal. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal gönnen. Es gibt Hoodies, es gibt T-Shirts, es gibt Taschen, also so Sporttaschen, es gibt... Tassen, reimt sich auf Tasche, alles klar, Leute. Okay, Leute, also checkt auf jeden Fall den Shop ab. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt... Oh, wir haben sogar noch eine epische Truhe im Shop und wenn wir hier sogar den Scharfrichter bekommen, das wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice, Leute. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt erstmal für 10.000 Gems. Let's go. Erstmal dreimal den Wächter, okay, insgesamt sind hier 10 epische Karten drin. Ich denke mal, wir bekommen noch 3 epische und dann nochmal 4. Mal schauen, vielleicht ist der Scharfrichter dabei, genau, 4-mal der Scharfrichter, den kann ich bald auf Level 4 machen. Richtig, richtig nice und zu guter Letzt 5-mal, achso, das sind 20 epische drin, ich bin auch dumm, Leute, 5-mal der Spiegel und 8-mal die Hexe. Okay, das war die epische Chest. Leute, ich bin ein bisschen verwirrt, ich bin heute extrem früh aufgestanden und ich habe noch ein paar Sachen erledigen müssen und zwar war ich Geld wechseln, weil ich bin ja in London mit die Seax und Leute, wenn ihr Bock habt, dass ich dort ein paar Vlogs mache, also ich bin dort 3 Tage auf so einem Event eingeladen, beziehungsweise das Event geht eigentlich nur einen Tag und wir chillen einfach die anderen 2 Tage noch in London. Aber Leute, wenn ihr Bock habt, dass wir da ein paar Vlogs oder so machen, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit dieser Super Magietruhe. Let's go. Okay, wir haben erstmal 3803 Gold. Richtig nice. 22 mal die Musketierin. Digga, was ist dein Problem, Mann? Oh, jo, dann haben wir 33 mal den Blasrohrkobold, den kann ich schon auf Level 9 verbessern, aber ich weiß nicht, die Karte, also ich spiele sie persönlich gar nicht. Ich meine, sie ist bestimmt ganz gut in ein paar Decks, aber in meins passt sie jetzt irgendwie gar nicht mal rein. Ich würde sagen, weiter geht's, 38 mal der Elixiersammler, Leute, 43 mal der Bombenturm, 525 mal der Ritter, 22 mal der Scharfrichter. Oh shit, das ist schon mal richtig nice. Und wir haben hier sogar noch eine legendäre Karte drin. Leute, das ist richtig, richtig geil. Let's go, wir öffnen jetzt einfach mal die Kiste. Legendäre Karte in 3, 2, 1, go. Boom, der Tunnelgräber, Leute. Richtig, richtig nice. Habe ich schon auf Level 3. Da fehlen mir jetzt nur noch 6 Karten. Leute, irgendwie will mich mein Handy gerade verarschen. Das vibriert die ganze Zeit, die ganze Aufnahme, Leute. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Tunnelgräber hier bekommen. Das ist auf jeden Fall nice. Und ich würde sagen, eine Supermagietruhe öffnen wir noch, Leute. Den Rest der Gems brauche ich für das Turnier. Leute, das Turnier findet am Samstag um 15 Uhr statt. Hier auf YouTube werde ich streamen. Ganz gechillt, Leute. Das Passwort und den Namen des Turniers erfahrt ihr dann alle. Es wird ein 10.000 Gem-Turnier sein und da können dann eben 1.000 Leute rein. Ja, werden es vermutlich nicht alle von euch reinkommen, denke ich mal. Weil ich habe doch irgendwie immer bei den Streams so um die 3.000 bis 5.000 Zuschauer. Aber ich denke mal, wenn ihr irgendwie tryhardet und direkt am Anfang am Start seid, dann kommt ihr auf jeden Fall ins Turnier rein. Also Leute, Samstag 15 Uhr auf jeden Fall einschalten. So, Super Magietruhe Nummer 2 und das ist auch die letzte für diese Folge. Leute, 3741 Gold, 40 mal der Grabstein. Der geht auf jeden Fall schon mal auf Level 9, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, spiele ich jetzt aktuell auch nicht in meinem Deck. 43 mal der Magier. 54 mal der Blasrohrkobold. Leute, ich glaube, wir haben die Rare-Karten jetzt schon mal voll. Dann haben wir 523 mal die Bogenschützen, 11 mal den Klonzauber,
12-mal den Tornado. Und hier ist wieder eine Legendary-Karte drin. Richtig, richtig nice, Leute. Richtig, richtig nice Opening jetzt hier auch noch in dieser Folge. Und den Scharfrichter werde ich, wie gesagt, gleich danach testen. Ich werde den einfach in mein Deck reintun. Ich denke mal, der passt da eh ganz gut, statt dem Bogenschützen oder sowas. Schauen wir einfach mal. Und jetzt hoffen wir erstmal, dass hier der Friedhof ist. Nochmal der Tunnelgräber. Oh shit, Leute. Ist auf jeden Fall auch in Ordnung. 5 von 10 Karten haben wir dafür jetzt schon. Den Friedhof hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Den könnte ich dann theoretisch schon auf Level 3 machen, weil den spiele ich aktuell auch in meinem Deck. Wäre eigentlich eine ganz gute Karte. Und, Digga, Leute, wisst ihr, wer mich hier die ganze Zeit zuspammt? Meine Oma. Okay, nee, sie hat mir nur eine SMS geschrieben. Aber gut, Leute. Das sollte jetzt erstmal kein Problem sein. Leute, irgendwie war meine Facecam die ganze Zeit unscharf. Kann es sein? Ich weiß es nicht, Leute. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal den Scharfrichter auf Level 5. Ich glaube, das geht sich aus. Wir haben kein Gold mehr. Egal, komm, das gönnen wir uns einfach mal 220 Gold. Dann haben wir den Scharfrichter schon mal direkt auf Level 5. Und den werden wir jetzt einfach mal in unser Deck einbauen. Und ich würde sagen, statt dem Bogenschützen. Und okay, wir können noch diese ganzen Free Chests hier öffnen. Das machen wir mal eben, Leute. Ich denke mal eh nicht, dass da irgendwas Gutes drin ist. Elite bewahren, das ist schon mal ganz gut. Hier, zack, Feuergeister. Und ja, da waren auf jeden Fall ein paar Gems noch drin. Ist auf jeden Fall ganz nice. Und jetzt springen wir auch schon in den ersten Live-Fight. Wir haben den Level 11 am Start. Und das ist eigentlich ziemlich riskant, dass ich das, den Executor, oder wie heißt der? Scharfrichter. Dass ich den jetzt direkt hier in einem Live-Fight sozusagen teste. Das Ding ist, das macht mein Deck nochmal um einiges teurer. Weil, ich meine, der kostet 5 Elixier. Aber Leute, schaut mal, wie krass der ist. Er schleudert einfach seine Axt und die kommt einfach nochmal zurück. Also die macht beim ersten Mal Damage und beim zweiten Mal, wenn sie zurückkommt, auch nochmal. Also das ist schon ziemlich, ziemlich heftig, Leute. Ja, jetzt schauen wir mal. Friedhof und Scharfrichter am Tower. Der ist auf jeden Fall relativ tanky. Okay, jetzt kommen hier zwei Elite-Beband. Die sind auf jeden Fall richtig, richtig nice. Und er hat sogar einen Zap drin. Wow, Leute. Richtig, richtig nice. Mein Tower ist schon mal down. Leute, soweit ich weiß, attackiert der Scharfrichter auch Lufttruppen. Das heißt zum Beispiel gegen eine Lakaienhorde ist er einfach perfekt. Also wirklich, also ich denke mal, Leute, wir können es ja gleich mal ausprobieren, falls wir irgendwie einen Gegner mal mit einer Lakaienhorde bekommen oder so. Hier kommt auf jeden Fall mal ein Feuerball drauf. Ich denke mal, der ist eigentlich ganz gut. Dann könnte ich hier, ne, Sepp lohnt sich jetzt eigentlich gar nicht. Ich denke mal, der Tower ist sowieso down. Das ist auf jeden Fall ganz nice, Leute, perfekt. Und der Tower ist somit auch schon weg. So, hier kommt jetzt ein Elektromagier und Leute, ich weiß nicht, was ich noch gegen diese Elitebewand tun soll. Er hat den Zap gegen meine Skelettarmee. Ich könnte halt selber nur mit den Elitebewand. Leute, mein, was ist mit der Facecam los? Die hat irgendwie gar keinen Bock heute mein schönes Gesicht zu fokussieren. Tut mir auf jeden Fall leid. Aber wie gesagt, ich habe halt keinen perfekten Counter jetzt gegen die Elitebewand. Normal würde ich die Bogenschützen oder sowas wenden und er hat auch den Scharfrichter hier drin. Den Scharfrichter, ich sage immer Scharfrichter, keine Ahnung wieso. Okay, mein Gesicht ist scharf. As always. Okay, Leute, jetzt schauen wir mal, dass wir hier einen kleinen Push machen. Zack, Elite-Bahn, zack, der Friedhof und sein Scharfrichter. Ja, komm, das soll hier schön ein bisschen Damage machen. Wie auch immer. Okay, gegen Skelette ist er auf jeden Fall richtig nice. Und ja, Leute, er attackiert auch die Lakaien und macht da richtig, richtig schön Damage. Das ist schon mal richtig nice und vor allem die Range, die er einfach hat. Er attackiert von hier aus einfach seinen Kings Tower und ich setze jetzt noch einen Scharfrichter dazu. Und Leute, ich denke mal, das sieht schon relativ gut aus bis jetzt. So, hier kommt auf jeden Fall, oh lol. Leute, ich denke mal, der Fight ist einfach gewonnen. Elite-Überbahn war ein easy going weg und der Fight ist einfach gewonnen. 3 Kronen hier, easy safe drin, Leute. Der Scharfrichter ist auf jeden Fall richtig OP, zumindest jetzt schon mal auf Level 5, Leute. Das kann man sich schon mal geben. Ich würde sagen, wir machen direkt noch einen Fight, wenn es gerade so gut läuft. Und dann haben wir hoffentlich noch einen Win drin, so wieder ein Level 11er. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass er die Minion-Horde im Deck hat, dass der Scharfrichter hier auf jeden Fall ordentlich was anrichten kann. So, Leute, ich habe den Start richtig schön verpennt, hatte auch das dümmste Startdeck ever. Aber was soll's, Leute? Ein Fireball wäre jetzt ganz schön. Hier kommt auf jeden Fall ein Zap-Pin. Keine Ahnung, ob der sich so krass lohnt. Aber gut, ein bisschen Damage haben wir immerhin schon mal gemacht. Er macht aber auch jetzt ein bisschen Damage mit seinem Mega-Lakai. Also eigentlich war das gerade nicht so unbedingt gut. Und Facecam, willst du mich gerade verarschen? Du hast 500 Euro gekostet oder 700 Euro und du schaffst es nicht, mein Gesicht zu fokussieren. Obwohl der Autofokus aus ist oder keine... Leute, ich raff irgendwie gar nichts. Egal, so, zack, Scharfrichter. Und ja, perfekt, Leute. Gegen die Elite-Bahn sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, er macht da schon relativ viel Damage. Und ja, er attackiert sogar Luft- und Bodentruppen gleichzeitig. Das ist schon richtig krass, Leute.
Das ist schon richtig krass. So, zack. Ja gut, links bekomme ich jetzt wieder ein bisschen Damage. Das ist aber ganz okay, Leute. Zack, rechts. Ja, okay. Da gehe ich auf jeden Fall ordentlich down. Ich würde sagen, ich komme jetzt hier nochmal mit dem Friedhof, mache links auf seinen Tower nochmal ein bisschen Damage. Hier könnte ich mal mit der Skelettarmee verteidigen, mal schauen, ob er einen Sepp oder sowas im Deck hat. Und ja, recht. Ja doch, er hat sogar einen Sepp. Und das Kampfholz, Leute. Oh mein Gott. Wir haben hier mal wieder, wenn ich vorstellen darf, ein Anti-Deck. Richtig nice. Richtig nice Sache, Leute. Aber ich denke mal, das Ganze könnten wir echt noch gewinnen. Also vor allem jetzt auch mit dem Level 5er Scharfrichter ist es schon mal ziemlich nice. Der macht 154 Damage und das mal 2, weil er ja zweimal, ihr wisst schon, die Axt kommt einmal zack und dann wieder zurück. Macht schon irgendwie Sinn, Leute. Deshalb eben mal 2. Leute, ich bin der Boss im Erklären, oder? So, perfekt. Dann würde ich sagen, hauen wir hier einfach mal den Elektromagier drauf. Der Scharfrichter macht auf jeden Fall... Oh, shit, Leute. Jetzt haben wir einen nicen Push am Start. Jetzt haben wir echt einen nicen Push am Start. Hier der Elektromagier kümmert sich auch noch um die Skelette. Mit der Scharfrichter ist hier auf jeden Fall auch schön am Start. Hier kommt der Fireball und dann geht es den Tower schon mal ja, relativ low down, also auf 1600 HP. Das ist schon mal ganz in Ordnung, Leute. So, hier kommt nochmal ein Eisgolem, hier kommt nochmal der Scharfrichter. Also wirklich, Leute, ich muss sagen, der Scharfrichter ist halt einfach... Also bis jetzt mein erster Eindruck ist einfach, der Scharfrichter ist OP. Ich will es noch nicht verschreien, Leute, zumindest in dem Deck funktioniert er einfach super, keine Ahnung. Es passt einfach alles so, oder so mit den Elite-Barbaren, wenn jetzt von ihm genau so eine Skelettarmee kommt, theoretisch, ja, dann kann ich das eigentlich auch relativ easy zerstören, das ist halt so das Ding. Hier kommt jetzt nochmal ein Fireball für die Defense, Leute, zack, und ein Elektromagier, dann sollten wir das eigentlich noch überleben, den kleinen Push hier, und er hat auf jeden Fall Kampfholz-Zap, ich weiß nicht, ob er den Fireball auch drin hat, ich kann mich gerade nicht so gut erinnern, Leute, ich bin ein bisschen dumm, aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir vor ihm den Tower down bekommen, und das sieht gut aus, perfekt, Leute, wir haben jetzt wirklich noch einen Win rausgeholt mit diesem Deck, also ich denke mal, das Deck werde ich jetzt vorerst erstmal so lassen, vielleicht wird der Scharfrichter auch irgendwie genervt oder so. Vielleicht auch nicht, Leute. Wir sind jetzt auf 4.357 Trophäen. Ist auf jeden Fall ein neuer Pokal-Highscore. Ziemlich, ziemlich nice, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Und ja, schaut auf jeden Fall morgen beim Stream vorbei. Wie gesagt, 15 Uhr wird gelivestreamt. Und morgen kommt noch ein anderes Video, so eine Challenge, so eine Ekel-Smoothie-Challenge. Die kommt, glaube ich, so um 13 Uhr. Mal schauen, Leute. Checkt es auf jeden Fall ab. Wir sehen uns morgen. Bis dann, Leute. Haut rein. Ciao.